Wir demonstrieren unsere Smartec-Kamera GCP 1931, eine Kamera mit 70 dB Rauschabstand auf der Basis des Sony IMX174-Sensors. Die Qualität ist extrem gut, ist besser als gängige CCD-Kameras. Wir sind schnell, wir transferieren die Daten an der Grenze des Gigabit-Standards vom Netzwerk und wir haben ein Global Shutter, das heißt alles, was die Industrie von uns möchte. Smartec ist groß geworden mit kundenspezifischen Lösungen, groß geworden mit Lösungen, für die große Kamerahersteller oft keine Antwort hatten. Das heißt, wir haben uns darauf spezialisiert, dem Kunden, der etwas Besonderes haben möchte, auch eine gute, auf ihn zugeschnittene Lösung zu bieten. Die Basis des Smartec-Erfolgs ist die Kundenorientierung. Egal welcher Sensor verwendet wird, ob von TrueSense, Aptina, Sony oder Onsemi, Smartec stellt die entsprechenden Kameras bereit und Smartec ist extrem kundenorientiert. Das heißt, Smartec wird die Anforderungen des Kundens schnell und zuverlässig umsetzen. Egal in welcher Gehäuseform, es kann das Standardkameragehäuse sein, es kann das 90-Grad-Gehäuse sein oder auch nur als Board-Level. Smartec wird alles in hoher Qualität und schnell liefern. Momentan wird der Imaging-Markt durch Kamerasysteme dominiert, die noch relativ langsam sind, die von der Übertragungsrate langsam sind und von der Bildqualität noch nicht so gut. Das ändert sich, speziell zum Beispiel durch Sensoren wie den IMX174, den wir hier vorstellen, erreichen wir sehr gute Bildqualitäten, wir erreichen hohe Datenübertragungsraten, wir stehen am Wendepunkt einer Systementscheidung. Wir stehen am Wendepunkt der Entscheidung, machen wir USB 3 oder machen wir weiter Gigabit Ethernet oder 10 Gig E. Diese Entscheidungen werden nicht zuletzt hier auf der Vision und in den nächsten Jahren fallen.